Du möchtest auch knallharte, rockige und coole Riffs spielen können? Dann bleib jetzt dran. Zur Unterstützung haben wir heute auch Steffi dabei. Kennst du das? Du bist gut gelaunt, schnappst dir die Gitarre, willst zum Beispiel deiner Familie mal ein paar coole Riffs wieder vorspielen und nach den ersten paar Minuten merkst du schon, klingt irgendwie mies. Ja, ich spiele die richtigen Töne, aber es klingt trotzdem sch**. Ja, wie du das ändern kannst, wie du das richtig trainieren kannst, damit du richtig gut klingst, das sehen wir uns hier in dem Video an. Ja, so mies klingt das eigentlich bei den Scorpions nicht, oder? Dabei sind das exakt die gleichen Power Chords, die auch Rudolf Schenker, der Rhythmusgitarrist von den Scorpions, spielt. Here I am, rock you like a hurricane. Oh, here I am, I rock you like a hurricane. Hörst du den Unterschied? Das sind die gleichen Power Chords und es ist der gleiche Song. Sehen wir uns ein ähnliches Beispiel an. Ja, wieder mies. Das sollte eigentlich Rainbow in the Dark von Dio sein. Kann besser klappen, oder? Like a rainbow in the dark. Yes, das klingt wesentlich besser, oder? Hast du den Unterschied selber bemerkt? Ich würde sagen, wir sehen uns noch ein letztes Beispiel an und dann kommt die Auflösung und wie du das richtig trainierst. Gleiches Thema. Ich sage lieber nichts dazu. Oh, yeah. Kicks in my heart, give it a start. Ja, genau so soll es klingen. Was ist der Unterschied? Hast du ihn gemerkt? Es ist der schlampig gespielte Rhythmus, der den massiven Unterschied ausmacht, weil die Power Chords waren alle die gleichen. Dabei ist es eigentlich für Einsteiger, Anfänger ziemlich einfach, das Ganze zu trainieren. Das gehört zu den Basics, die Rhythmik zu verstehen und die Rhythmik dann mit Metronom oder mit Drum Tracks zu trainieren. Wie das Ganze am besten funktionieren kann, sehen wir uns gleich mal im Detail an. Ja, dabei ist es eigentlich ganz einfach, das zu trainieren, dass die Riffs bei dir auch richtig gut klingen. Der erste Punkt ist, dass du die Rhythmik verstehst. Im Falle von Scorpions Rock You Like a Hurricane haben wir hauptsächlich Achtelnoten, Viertelnoten und Achtelpausen. Dann ist es wichtig, Punkt 2. Am Anfang zur Kontrolle selbst mitzählen bei dem, was du spielst. Ich zeige dir das dann vor in Ruhe. Ja, Nummer 3 ist eigentlich dann nur mehr, dass du das verinnerlichst, Tempo hochfährst und dann jedes Mal abrufbereit richtig spielen kannst. Zur Hilfe nehmen wir im Idealfall ein Metronom oder einen Drum Track. Zur Hilfe und zur Kontrolle, ob wir richtig liegen, das Metronom tickt die Vierteln. 1, 2, 3, 4. Und wir können dabei das Tempo einstellen. Hier ist es auf 80 Beats per Minute. Originalsong, Tempo sind 124. Jetzt schauen wir uns mal an, wie man da mitzählen würde bei 80 Beats per Minute. Wir zählen zuerst mal ein. 1, 2, 3, 4. 1 und 2, 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2, 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Ja, so merkst du eigentlich, dass du ein Gefühl für den Song bekommst, für den Riff, dass du die Rhythmik richtig mitzählen kannst, dass du sie verstehst und dann zählt eigentlich nur mehr das Trainieren, dass es wirklich klappt und Tempo immer wieder ein bisschen hochdrehen, bis du dann am Original-Song-Tempo bist, was dann leichter funktionieren wird, wenn du schon die motorischen Fähigkeiten auch dazu dir angeeignet hast und dann klingen auch die Riffs bei dir richtig gut. Ja, wenn du noch Einsteiger bist und damit Probleme hast, dann sieh dir unseren Rock- und Metal-Basiskurs an. Link ist in der Videobeschreibung. Das ist der beste Kurs für Einsteiger im deutschsprachigen Raum. Wenn du von der Pike auf richtig E-Gitarre spielen lernen möchtest und das Ganze auch zum Beispiel rhythmisch meistern, wenn du das Gesamtpaket haben willst. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung, der Rock- und Metal-Basiskurs. Und lass uns gerne wissen, wie dir das Video mit Steffi gefallen hat. Sollen wir sie öfter in den Videos integrieren? Bitte schreib einen Kommentar, lass uns das wissen, wie es dir gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, rock on!